Umwandlung des Vereins zu einer gemeinnützigen GmbH und Gründung einer Stiftung bürgerlichen Rechts. Doch was heißt das überhaupt? Seit 1974 haben wir gemeinsam ein Netzwerk aus Betrieben und Angeboten geschaffen, um mit und für Menschen mit Behinderung auf vielfältige Weise Teilhabe in der Gesellschaft zu realisieren. Heute umfasst die BWMK-Gruppe auf einer Fläche von Schlüchtern im Nordosten des Main-Kinzig-Kreises bis Hanau im Südwesten 8 Werkstätten für behinderte Menschen, 7 Tochterunternehmen, wovon 5 Inklusionsbetriebe sind. Beratungsstellen, begleitende Dienste, vielfältige Wohnangebote, inklusive Kindertagesstätten sowie eine inklusive Grundschule. Die gewachsene Netzwerkstruktur der BWMK-Gruppe erfordert eine entsprechende Führungs- und Unternehmensorganisation, um zukunftsfähig und umsetzungsstark zu bleiben. In einem ersten Schritt wird das BWMK e.V. im Juni 2023 zu einer GmbH umgewandelt. Die BWMK GmbH wird verantwortet durch Geschäftsführung und Aufsichtsrat und ist verantwortlich für das operative Geschäft. Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen: 3 Mitglieder aus den 3 Lebenshilfen und 3 freiwillige Mitglieder. Wichtig zu wissen: die bestehenden Verträge mit Angestellten sowie mit KlientInnen für alle Dienstleistungen werden nicht geändert und behalten ihre Gültigkeit. Was sich ändert, ist die Rechtsform unseres Sozialunternehmens. Im zweiten Schritt gründen die 3 Lebenshilfen Hanau, Gelnhausen und Schlüchtern als Stifter sowie ein Stifter ehrenhalber bis spätestens Januar 2024 eine gemeinnützige Stiftung. Was ist eine Stiftung? Eine Stiftung nutzt das ihr gehörende Vermögen, um damit dauerhaft einen vom Stifter festgelegten Zweck zu verfolgen. Das Prinzip ist schnell erklärt. Ein Stifter verschreibt sich langfristig einer meist gemeinnützigen Aufgabe und bringt für deren Erfüllung einen bestimmten Geldbetrag in eine Stiftung ein. Die Stiftung legt das Vermögen auf Dauer sicher und ertragreich an und arbeitet von nun an unaufhörlich daran, den Stiftungszweck zu erfüllen. Dafür nutzt sie nur die Erträge aus der Vermögensanlage und sonstige Mittel, wie zum Beispiel Spendengelder und Zustiftungen. Stiftungen sind grundsätzlich für die Ewigkeit gegründet. Das macht sie besonders. Ihre Vermögensmasse ist auf Dauer einem bestimmten Zweck gewidmet. Die ältesten Stiftungen in Deutschland bestehen seit über 1000 Jahren. Einmal gegründet, wird die Stiftung fortwährend daran arbeiten, ihren Stiftungszweck zu erfüllen. Zwecke der künftigen Stiftung Lebenshilfe Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern sind: die Förderung der Hilfe für Menschen mit Behinderung, die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, die Förderung der Wohlfahrtspflege, die Förderung der Bildung und Erziehung sowie die Unterstützung von Menschen, die infolge ihres körperlichen, geistigen und/oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Um diese Zwecke zu erfüllen, wird die Stiftung Gesellschafterin der BWMK GmbH. Die neue Stiftung bürgerlichen Rechts wird verantwortet durch einen Stiftungsrat und einen Stiftungsvorstand und trifft strategische Entscheidungen. Der Stiftungsrat umfasst 8 Sitze. Je 2 besetzt mit Mitgliedern der Lebenshilfe Schlüchtern, Gelnhausen und Hanau sowie 2 durch den Main-Kinzig-Kreis. Der Stiftungsvorstand wird durch die Geschäftsführung der BWMK GmbH besetzt. Die Gremiennachfolge im Stiftungsrat kann durch Kooptation geregelt werden, also durch Berufung von externen AnwärterInnen. Damit ist das Gremium mit Blick auf die Zukunft nicht auf Angehörigkeit der Mitglieder zu bestimmten Vereinen angewiesen und somit unabhängig von der Vereinsentwicklung. Wir freuen uns, dass wir unser Sozialunternehmen seit seiner Gründung stetig weiterentwickeln konnten und nun unmittelbar vor diesem Schritt stehen. Lassen Sie uns gemeinsam das Erreichte erhalten und weiter als Impulsgeber für eine Gesellschaft arbeiten, in der es normal ist, verschieden zu sein.